Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Minecraft Bunker. Es ist jetzt, glaube ich, fast 4 Wochen her, dass wir hier weitergebaut haben. Und ja, jetzt geht's aber weiter. Und wir sind jetzt schon in Folge 4, glaube ich. Und heute werden wir den Maschinenraum bauen und auch den Aufenthaltsraum anfangen. Aber erstmal gucken wir uns nochmal an, was wir denn jetzt haben. Ist ja schon eine Weile her. Und wir haben jetzt diesen coolen Eingang hier mit den drei fetten Pistentüren, die allerdings noch nicht funktionieren, sondern das kommt dann in der nächsten Folge, was hoffentlich die letzte wird. Aber mal gucken. Dann machen wir halt das ganze Redstone-Zeug und hier die ganzen Türen und so weiter. Und jetzt sind wir hier im, ja, in so einem Auffangraum, keine Ahnung, wie man sowas nennt, halt, wo man dann erstmal reinkommt. Hier vorne haben wir tatsächlich schon was, was funktioniert, und zwar haben wir hier diese Schleuse, wo man dann dekontaminiert wird. Dafür drücken wir den Knopf hier, stellen uns dann hier hin, gehen hier rein, werden hier dann schön abgeduscht, das Wasser läuft dann hier durch die Rinnen ab, und dann geht hier die Tür auf, irgendwann, und wir können raus. So, zack. Die geht dann noch direkt wieder zu, und wir sind dann hier schon mal direkt bei der, ja, bei der Rezeption oder so, wie man das nennen kann, wo man dann halt eincheckt oder so, wie in so einem Hotel. Und hier haben wir jetzt diverse Möglichkeiten, eben um runterzukommen. Auf dieser Seite haben wir zum einen Kran, der nach unten geht, wo es dann später auch hier auf diesen Ebenen jeweils nochmal Pistentüren geben soll, damit das natürlich sicher ist. Hier vorne kommt ein Fahrstuhl hin, wo dann allerdings auch noch eine Tür vorkommt. Und hier vorne, hier hinten, beziehungsweise ja, hier haben wir dann nochmal eine ganz normale Treppe nach unten. Relativ langweilig, die Treppe, aber es ist halt, denke ich, so das Schlauste, weil im Fall von irgendwelchen Sachen, warum man auch immer in den Bunker sollte, ist vielleicht Elektrizität auch so eine Sache, die man vielleicht sparen möchte. Und hier vorne haben wir dann, wie gesagt, diesen Raum. Hier hinten soll es dann auch nochmal eine Treppe nach unten geben. Hier sieht man schon mal ein bisschen Redstone und eine Sache funktioniert hier auch schon, und zwar ist das das Licht. Das können wir hier einfach anschalten. Hier kommt nämlich so ein Raum hin, wo man das Ganze dann so steuert quasi. Und dann haben wir hier Licht drinne. Das Licht ist in diesem Fall hier immer versteckt unter den Teppichen. Ziemlich nice. Und auch hier in den Ecken haben wir immer so Belüftungsschächte, so als Detail. Auch ziemlich cool. So, aber wir gehen jetzt erstmal hier runter. Durch die Treppe, die relativ nice geworden ist tatsächlich, so typisch irgendwie für einen Bunker, dass man solche Windeltreppen hat irgendwie. Theoretisch müsste man noch ein Geländer hier hinbauen, aber es passt halt leider nicht mehr. So, hier unten haben wir dann schon mal den richtigen Bunker quasi, hier kommt man dann an, beziehungsweise hier ist dann quasi die Tür zu theoretisch. So sollte das dann aussehen natürlich, wenn das funktioniert. Und dann kann man hier runterkommen, wenn man den Fahrstuhl benutzt, hier kommt man runter, wenn man die Treppe benutzt. Und hier vorne kommt dann der Kran runter, wo man dann sein Hab und Gut hat. Das kann man dann hier schon mal einsortieren, wenn man möchte. Und dann kommt man halt durch diese Tür hier in den richtigen Bunker hinein, beziehungsweise wieder zwei Türen. Und den Raum hier, den kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Den habe ich nämlich in der letzten Folge, glaube ich, nur angefangen zu bauen. Und jetzt habe ich den hier ein bisschen größer gebaut und rund und hier einen Baum reingestellt mit ein bisschen Wasser. Aber im Endeffekt ist das hier nichts Großes, sondern halt einfach nur irgendwie den Raum gefüllt. Hier gibt es auch nichts Verstecktes irgendwie, keine Ahnung. Sondern wir haben hier halt nur drei Richtungen, wenn man den Ausgang nicht mitzählt. Und zwar einmal nach rechts, hier haben wir die Farmstation. Die habe ich auch schon in einem Video gebaut mit den Fischen, mit noch mehr Belüftungsschächten. Und hier hinten haben wir jetzt die ganzen automatischen Farmen, die schon mal funktionieren. Wir haben hier Blümchen, wir haben hier alles mögliche, was man halt so anbauen kann für den Bunker. Was ziemlich nice ist. Und hier vorne soll dann später der Aufenthaltsraum hin. Das machen wir wahrscheinlich heute schon. Oder fangen damit zumindest an. Und hier vorne kommt der Maschinenraum hin. Den habe ich auch schon ein bisschen angefangen. Und zwar haben wir jetzt hier quasi, haben auch natürlich wieder eine Tür, die hier aufgeht. Dann haben wir hier erstmal eine ganz lange Brücke. Und am Ende von der Brücke haben wir dann wieder eine Wendeltreppe, die wir runtergehen können. Und hier haben wir dann quasi die Maschinen, die sollen hier hin. Die Decke soll dann überall so aussehen. Das habe ich jetzt allerdings nur einmal gemacht. Das werde ich jetzt hier aber überall hin nachbauen quasi. Und hier kommen dann halt, wie gesagt, alle möglichen Maschinen hin. Und darum kümmern wir uns heute. Und ich würde sagen, das Erste, was ich mache, ist erstmal hier einen schönen Boden reinzubauen. Und ich mache die Decke mal fertig, aber das müsst ihr euch ja nicht antun, sondern ich zeige euch mal die Decke, wie sie gebaut ist. Das ist halt im Endeffekt wieder so Träger und dann ein bisschen darüber halt noch andere Blöcke, die dann so ein bisschen, ja, Stabilität ausstrahlen sollen. Das soll halt eigentlich nur cool aussehen und ein bisschen industriell. Und ich finde das ganz gut geworden. Und wenn ihr das abbauen möchtet, könnt ihr das jetzt machen. Das einfach Pause drücken und dann könnt ihr ja die Blöcke zählen. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich das jetzt erstmal und wir sehen uns dann, wenn ich das fertig habe. So, ich habe jetzt die ganze Decke soweit fertig und ich hoffe, ich habe da nicht irgendwas vergessen. Und ich habe auch den Boden soweit gemacht. Und hier vorne schon mal ein bisschen angefangen, denn hier sollen später so ein paar Wasserbehälter oder Wassertanke, Tanks, Tanke hin auf jeden Fall. Und die bauen wir jetzt als Erstes, und zwar nehmen wir dafür dunkles Glas oder schwarzes Glas vielmehr. Dann natürlich noch Water. Und dann zeige ich euch mal, wie wir das Ganze, oder wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Und zwar möchte ich hier erstmal einen großen bauen und daneben zwei kleinere. Und den großen mache ich jetzt mal insgesamt, glaube ich, so 8 Blöcke hoch. Also 1, 2, 3, 4, okay, die Scheiße, ne. 2, 4, 5, 6, 7, und dann kommt oben noch ein Dach drauf. Wobei, ich glaube, man könnte den sogar noch, eigentlich, glaube ich, mache den noch einen größer. Also wirklich 8 Blöcke, einfach weil das hier hinpasst und das soll ja auch ein bisschen groß aussehen. Ist ja ein relativ großer Bunker, den wir hier bauen und nicht nur für eine Privatperson, sondern für halt mehrere
Familien vielleicht eventuell sogar, weil wir haben ja hier, wie gesagt, alles ziemlich groß gebaut und auch später die Aufenthaltsräume und so werden ja ziemlich groß. So, und dann machen wir die Ecken jeweils nochmal Glasscheiben. Das sorgt nämlich dafür, dass das Ganze ein bisschen runder aussieht und halt nicht so eckig, wie man das sonst aus Minecraft kennt. Zack, 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 das machen wir auch nochmal hin. Dann setzen wir oben nochmal einen Deckel drauf gleich. Aus, entweder aus Quarz oder aus Andesit. Ich glaube, ich nehme mal Quarz. Weil Andesit haben wir schon so oft benutzt. So, dann schauen wir, wo haben wir denn Smooth Quarz Slabs. Genau, die wollen wir. So, und den machen wir da oben drauf, wie gesagt. Einmal drumherum. Und dann schauen wir erstmal, wie das Ganze aussehen würde, wenn wir da Wasser reintun. Aber ich glaube, die hier könnte man sogar weglassen. So, und dann machen wir die hier. Ich hoffe, man kann da Wasser reinplatzieren. Nee, kann man nicht. Die gehen weg. Okay, das ist ja blöd. Na gut, dann lassen wir das aber so. Ist auch okay. Wir machen jetzt auf diese Ebene hier erstmal nochmal Blöcke. Das sorgt nämlich dafür, dass wir da unendliches Wasser hinmachen können. So. Dann können wir die Blöcke einfach wegmachen und dann haben wir jetzt schon mal den ersten Wassertank soweit fertig. Ziemlich groß und sieht eigentlich auch ganz gut aus. Was wir jetzt noch machen, ist hier oben nochmal ein Dach quasi drauf. Wobei wir da dann theoretisch nochmal eine Seelaterne reinstellen könnten, damit das ein bisschen heller ist. So, dann hier nochmal ein bisschen höher bauen. Und hier oben machen wir dann einen Block hin, wobei wir da eigentlich Dings benutzen könnten. Die, genau diese hier, die Säulen aus Quarz. Und da oben dran kommt jetzt nämlich einfach eine Art Rohr, eine Verbindung. So nehmen wir dafür, es gibt halt leider keine richtig guten Blöcke, mit denen man Rohre nachbauen kann. Sondern wir nehmen jetzt einfach mal Andesitwall vielleicht oder Steinwall. Nee, wir nehmen einfach Andesit so. Und das läuft dann hier irgendwie diese Richtung hier in die Wand rein. So. Und da kommt jetzt halt irgendwie Wasser raus, rein, was auch immer. Wobei man dann hier oben vielleicht tatsächlich nochmal Licht hinmachen könnte. Ich weiß halt nicht, ob das komisch aussieht, aber ich glaube, es geht eigentlich. Hier könnte man vielleicht auch nochmal was hinbauen. So. Ich glaube, es sieht dann noch ein bisschen besser aus. Ja. Damit bin ich schon mal einigermaßen vorbei. Ich glaube, wir schnappen uns nochmal die Stufen dazu. Und platzieren die dann hier hin. Gucken, wie das dann aussieht, ob das besser aussieht. So. Sieht schon mal auf jeden Fall besser aus, aber irgendwie bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ist natürlich blöd, wenn man irgendwas Rundes bauen will und dann halt Minecraft spielt, ne? Aber ich denke, das kann man so lassen zur Not. Das wird schon passen. Und da drin haben wir jetzt, wie gesagt, eben Wasser. Und das wird da irgendwie aufbereitet oder sowas. Und daneben kommen jetzt nochmal zwei, die ein bisschen kleiner sind. Und zwar machen wir die insgesamt 5 Blöcke hoch. Also 1, 2, 3, 4, 5. Nein, kann nicht wahr, das sind noch nicht 5, 6. Ja, wobei, eigentlich müsste man die genauso groß machen, oder? Man könnte die mittleren sogar noch größer bauen. Ich glaube, ich mache die mittleren noch größer. So, die machen wir 9 Blöcke hoch. Oder 10 sogar. Ich glaube, ich mache den sogar 10 Blöcke hoch. Weil wir haben ja hier einfach den Platz, deswegen kann man das mal machen. Und den daneben mache ich dann halt wieder genauso. Aber es halt lang, also es wiederholt sich jetzt halt eigentlich nur, deswegen baue ich das nicht nochmal, sondern mache das gleich, wenn ich nochmal schneide. Was wir jetzt allerdings noch brauchen, also ihr müsst ihr halt immer überlegen, okay, was braucht man in einem Bunker? Man braucht Essen, das haben wir, man braucht Wasser, das haben wir jetzt hier auch gleich. Und dann braucht man natürlich noch Strom und Wärme und Luft. So, das bedeutet, wir müssen hier Stromgewinnung, Wärmegewinnung und Luft irgendwie nochmal hinbauen. Und für Wärme und Strom würde sich natürlich irgendwas Ofenmäßiges, Generatorenmäßiges anbieten. Und dafür würde ich einfach mal Iron-Blöcke nehmen, weil da halt alles mögliche, was wir mit Eisen hier haben. Und damit kann man halt schon das meiste verbinden. Und Luft müssen wir uns halt nochmal was überlegen. Dann machen wir vielleicht so eine Filteranlage hier hin oder so. Das würde, denke ich, auch ganz cool aussehen. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach so einen fetten Brennofen hin. So, wo man dann halt Kohle reinschmeißt oder Öl oder sowas und das halt verbrennt. Und dadurch entsteht halt Wärme und Strom. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einfach so ein paar Kästen hin, wo wir dann vielleicht Öfen reinbauen. Ich guck mal, wie das Ganze aussieht. Also das ist jetzt noch nicht das finale Design. Ich will nur mal schauen, ob das gut aussehen würde, was ich hier vorhabe. So, dann kann man da drauf nämlich sowas hier legen. Zack, zack, zack. Hoppala. Kann ich? Ja, kann ich. So. Und da können wir dann vielleicht Türen reinstellen oder sowas. Sieht ja eigentlich schon mal ganz nett aus. Dann könnte man hier vielleicht irgendwie einen Mechanismus machen, wie man beide Türen gleichzeitig öffnet oder sowas. Dann hat man da halt das so das Ofenzeug, wo man halt Sachen rein tut, die verbrannt werden oder sowas. Dann machen wir da oben vielleicht nochmal so einen drauf. Und da oben können wir dann Rohre machen. Und davon können wir halt mehrere nebeneinander stellen vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen versetzt tatsächlich. Also den hier mache ich jetzt zum Beispiel nochmal einen weiter nach hinten. So, mal gucken, wie das dann aussieht. Zack, zack, zack. Man könnte dann, hier kann man nicht, schade. Ich habe gerade überlegt, wie man da vielleicht noch Licht hinbringt, aber das funktioniert leider nicht, was ich mir überlegt habe. Deswegen lassen wir das mal direkt. So. Und dann, wie gesagt, wir machen hier dann später noch das ganze Redstone-Zeug natürlich. Und da gibt es dann hier so eine Möglichkeit, wie man vielleicht alle gleichzeitig aufmachen kann. So, und die Rohre verbinden wir dann nachher irgendwie.
Jetzt hat die Frage, mache ich dann noch einen hin? Eigentlich könnte man noch einen hinbauen. So, den machen wir allerdings wieder ein bisschen versetzter. Sieht eigentlich immer ganz cool aus, wenn man die Sachen so ein bisschen versetzt baut. Weil alles so direkt nebeneinander ist halt, weiß nicht, einfach, sieht einfach nicht gut aus, finde ich zumindest. Aber ihr könnt es natürlich auch so bauen, wie ihr möchtet. Ist ja jetzt hier nur so eine Idee. So. Ich würde sagen, das reicht dann auch erstmal. Den hier lassen wir erstmal zu. Und dann können wir nämlich hier in der Ecke vielleicht irgendwas bauen, wo man halt Luft filtert. Und dann haben wir hier halt Wärme, wie gesagt, und wir haben hier Strom. Und hier könnte man dann halt Kohle irgendwie lagern oder sowas. Und ich denke, so drei fette Generatoren müssen auf jeden Fall reichen. Und dann machen wir hier nämlich irgendwie in die Wand einfach so eine Leitung. Oder man könnte eigentlich auch mehrere Leitungen bauen vielleicht. Ja, wobei, wir machen auf jeden Fall diese Leitung und dann machen wir noch eine Stromleitung daneben vielleicht. Wo dann hier vielleicht Strom rauskommt. Und das geht dann hier in diese Richtung. Ich finde, die hier sehen immer so aus wie so Stromleitungen, die man so kennt, diese Überlandleitungen, die halt, ja, wenn man irgendwie Zug fährt oder so, manchmal an der Seite zu sehen sind. Finde ich, sehen die hier schon ziemlich danach aus. Denn da oben drauf tue ich dann einfach nochmal Falltüren und darunter auch. Da sieht das Ganze noch ein bisschen nicer aus. So, ich fliege da mal kurz nach oben. Zack, zack, zack. Und dann haben wir hier halt, wie gesagt, die Möglichkeit, irgendwie Wärme zu leiten. Wobei wir später auch noch Kaminzeugs und sowas bauen werden. Also so viel Wärme werden wir gar nicht benötigen eigentlich von hier. Sondern mehr so den Strom. Und ich finde, das sieht eigentlich relativ gut aus. Also mir würde halt auch nichts anderes einfallen, wie wir so eine Stromleitung machen können. Aber ich finde, so kann man es auf jeden Fall einigermaßen erkennen, dass es halt Strom sein soll. Und halt auch, weil da Öfen unter sind, dann kann man sich schon denken, dass das irgendwelche Generatoren sind, die da arbeiten. Und ich denke, das sieht eigentlich soweit schon mal ganz nice aus. So, was man jetzt natürlich noch machen müsste, wäre irgendwie Licht dahin zu kriegen. Was werden wir uns nochmal irgendwie überlegen. Und dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch eine Luftfilteranlage. Da weiß ich actually nicht, wie man sowas bauen könnte. Man muss halt theoretisch einfach nur so einen Kreis bauen. Ich teste hier einfach mal ein bisschen was. So, wir machen das Ding mal so. Wobei das nicht so richtig rund ist. Wir machen mal so. Und dann, den hier kann ich eigentlich nicht wegmachen. Dann muss ich mir das nochmal anders überlegen. Wir machen dann da einen hin, dann hier drei, dann hier wieder einen hin und hier wieder drei. Und das Ganze halt ein bisschen höher, zack, zack, zack. Und da drin wird jetzt halt Luft gefiltert quasi. Und dann machen wir das dann so, dass irgendwie von oben Luft kommt, also von außen quasi die Außenluft kommt. Und dann wird das Ganze hier aufbereitet. So. Und dann halt zur Atemluft umgewandelt oder so. Ich bin leider noch nicht so weit in Chemie, dass ich euch das sagen kann, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich lerne das überhaupt irgendwann in der Uni. Das wäre eigentlich ziemlich cool. So. Ich glaube, mache ich noch eine Reihe dahin. Ne, ich glaube, das ist zu viel. Dann machen wir hier halt einfach so einen Lüftungsschacht. Wie könnte man denn einen coolen Lüftungsschacht machen? Man könnte... Ne, könnte man nicht. Ich nehme einfach hier wieder... was habe ich denn hier vorne nochmal für die Dings genommen? Nehme ich das hier auch. Na, wobei, ich könnte hier was anderes nehmen und dann hat man halt diesen Unterschied ein bisschen deutlicher. So, was hier Lüftungsschacht ist und was halt nicht. Und der kommt dann halt von hier oben irgendwo. Zack. Da könnte man dann vielleicht auch nochmal sowas hier nehmen. Den da hinstellen und den machen wir dann hier oben nämlich auch drauf. Dann sieht das so ein bisschen aus wie Lüftung vielleicht. Oder man könnte auch zwei davon nebeneinander vielleicht machen. Oder drei Stück sogar. Dann machen wir hier nämlich noch einen hin und daneben auch. So, der geht jetzt hier noch ein bisschen höher. Was auch ziemlich nice ist. Und der hier geht bis nach dort. Und dann haben wir hier, denke ich mal, genug Luft auf jeden Fall. Und es sieht sogar gar nicht so schlimm aus. Vielleicht können wir da tatsächlich nochmal eine Seelaterne irgendwo hin tun. Hier unten vielleicht. Da oben machen wir dann hier nochmal ein bisschen Dach drauf. Zack, zack, zack. Hat zwar keinen Sinn, aber sieht ganz gut aus. Könnte man hier eigentlich müsste hier dann nämlich auch nochmal einer hin. Und da hinten in der Ecke auch nochmal. Ich denke, das kann man so lassen. Man könnte da oben vielleicht ein Fenster reinbauen, wobei ich bin mir nicht so ganz sicher, was das angeht. Hier unten fehlt auf jeden Fall ein Block. So. Und dann machen wir hier einfach einen Schacht, der vielleicht hier in die Wand irgendwie reingeht. So nämlich. Ja, das ist jetzt halt quasi der Lüftungsschacht, der dann hier in die Wand geht. Und da müsste man jetzt vielleicht, wie könnte ich das dann machen? Ich glaube, ich mache den lieber so und einen weiter. Oder mache ich so? Ich glaube, ich lasse das so. Kann man schon erkennen, denke ich, was das sein soll. Das können wir jetzt wieder ein bisschen verstärken von unten. Das sieht eigentlich immer ganz gut aus. So. Und dann haben wir hier nochmal das Ding, was halt die Lüftung so ein bisschen säubert. Ich habe halt auch gerade überlegt, da vielleicht eine Tür reinzumachen, aber es würde ja auch keinen Sinn machen, weil dann würde die Luft ja wieder verschmutzt werden. Ich stelle hier einfach nochmal ein paar Seelaternen rein, damit hier nichts bauen kann. Mach das Ding zu und umrande das hier vielleicht nochmal mit Andesit. So.
Und ich würde sagen, dann hätten wir eigentlich schon das meiste hier fertig. Was könnte man denn noch in so einen Maschinenraum bauen? Vielleicht einfach so eine Art Werkstatt, wo man Sachen reparieren kann oder sowas. Wäre vielleicht auch ganz praktisch. Ist halt nur die Frage, wo man das jetzt noch hinbaut. Ich würde sonst sagen, das reicht erstmal. Ich baue jetzt erstmal die beiden Tanke hier noch fertig. Oder Tanks. Ich weiß echt nicht, was die Messer von Tank ist. Aber das mache ich jetzt auf jeden Fall nochmal. Dann überlegen wir mal weiter hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, ich denke, ich habe jetzt soweit alles fertig, was wir hier haben. Ich habe das Ganze allerdings noch ein bisschen verändert. Und zwar habe ich zum einen hier in dem mittleren, in dem großen Wassertank, habe ich jetzt noch ein paar Magma-Blöcke und Soul-Sand-Blöcke quasi platziert, damit hier so ein paar Bläschen noch sind. Das sieht jetzt nämlich so aus, als würde das Wasser hier gefiltert werden. Und die Idee könnte jetzt sein, dass man quasi hier drin irgendwie dreckiges Wasser hat oder sowas. Das wird dann hier reingeleitet, hier dann irgendwie gefiltert und aufbereitet. Und hier haben wir dann richtiges Trinkwasser. Und um das Ganze natürlich zu testen, haben wir hier dann auch nochmal einen Wasserhahn, wo man das Ganze testen kann. Hier vorne einmal und dann nochmal hier hinten bei dem dreckigen Wasser. Und wir haben dazwischen jetzt auch noch so ein paar Verbindungen. Das ist eigentlich ganz cool geworden, denke ich, und macht, glaube ich, hoffentlich auch Sinn. Ich habe noch nie einen Bunker in echt gebaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Sinn macht. Hier vorne, wie gesagt, das Luftdingsbums habe ich jetzt soweit, die ganzen Reaktoren hier. Und dann habe ich hier noch überall ein bisschen Kohle hingeplaced und nochmal so ein paar Schubkarren und ein paar Eimer hier, damit man dann hier auch die Kohle eben da reinbringen kann, damit das hier halt gebrannt wird und dann, ja, halt Strom erzeugt wird und Wärme und so weiter. Und ich denke, das ist soweit alles ganz cool geworden. Und was wir jetzt als nächstes natürlich noch machen müssen, ist der große Raum, wo wir halt halt wohnen so quasi, also wo halt gewohnt wird, wo halt sich aufgehalten wird und so weiter. Allerdings glaube ich, mache ich doch noch einen Teil davon, also ich mache doch nochmal zwei Videos, weil ich möchte halt einfach nicht, dass ich hier jetzt irgendwie zu schnell irgendwie alles mache und das dann im Endeffekt ein bisschen schlechter wird, als es halt eigentlich gedacht war. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal Gedanken darüber, wie wir das Ganze bauen möchten. Und ich fange jetzt halt einfach schon mal ein bisschen an, mache hier ein paar Blöcke weg und dann, wenn ich hier ein bisschen was weggemacht habe, dann können wir schon mal die Planung machen, weil ich glaube, das hier wird wieder ein bisschen länger dauern und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was vorbereitet, damit ihr euch schon mal so ein bisschen vorstellen könnt, wie das Ganze werden soll. Und zwar, hier kommt natürlich wieder eine fette Tür rein und wenn man dann reinkommt, dann gibt es hier vorne erstmal so eine Rezeption schon wieder, wo dann hier irgendwie, ne, natürlich überprüft wird, wer hier rein und raus geht und so weiter und so weiter. Und die sollen dann hier hinten noch einen Raum haben. Und hier soll dann im Endeffekt noch ein großes Lager hinkommen. Ich kann euch das mal zeigen. Also das Lager geht dann im Endeffekt bis hier. Und dahinter wird dann halt ein großer Raum sein, wo halt einfach nur gelagert wird. So alles mögliche halt, was es so gibt, was man lagern sollte. Hier geradeaus rüber bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher, was hier hinkommt. Vielleicht kommen hier so ein paar Wachquartiere hin, damit hier halt immer Leute direkt am Eingang sind oder sowas. Vielleicht kommt hier auch eine Abstellkammer hin oder so. Oder nochmal irgendwie so eine Energiegewinnung. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Hier nochmal ein Generator. Könnte man echt. Ich glaube, das mache ich hier hin, ja. War eine gute Idee. So. Ja, hier vorne haben wir dann einmal erstmal einen Gang nach links, wie gesagt, da gibt es dann im Endeffekt zu einem Labor, wo halt noch geforscht werden kann irgendwie oder sowas und dann kann man hier noch ein bisschen weitergehen und hier ist dann schon immer die erste Tür zur ersten Wohnung, hier kommt dann halt eine Wohneinheit rein, hier kommt nochmal auch eine hin, also zwei nebeneinander und hier vorne ist auch nochmal eine und die sollen im Endeffekt so groß werden ungefähr und ich habe das mal hier eingezeichnet oder eingebaut quasi, hier soll dann quasi ein kleines Badezimmer hin, hier vorne kann man dann schlafen und hier vorne kommt dann halt nochmal so eine Chill-Arena, wie so eine kleine Wohnung halt aussehen würde. Im Zweifelsfall haben wir halt alles andere, was man so brauchen könnte, nochmal ein groß. Also wir haben eine große Küche, wir haben einen großen Aufenthaltsraum mit allem möglichen, wir haben auch ein großes Bad. Und das hier ist halt nur halt für, wenn man mal alleine ist und halt nicht so weit laufen möchte, dass man halt noch auf Toilette gehen kann oder sich duschen kann. Und so ungefähr sollen dann halt auch diese beiden hier aussehen. Also das hier einmal und das hier einmal. Und hier gegenüber soll dann halt auch nochmal eins hin, hier nämlich. Dann haben wir schon mal vier Stück. Vielleicht baue ich noch ein paar mehr, vielleicht nicht. Also wahrscheinlich baue ich noch ein paar mehr, aber so für den Anfang sollte das erstmal reichen. Wenn man den Gang hier dann weitergeht, soll man zu so einem Konferenzraum kommen und zu Büros. Da kann dann beraten werden, wenn irgendwie, keine Ahnung, hier wichtige Leute sind oder sowas, die können dann da halt beraten. Und das kommt dann halt hier hinten hin, das wird auch nochmal ein bisschen größer. Und vielleicht mache ich dann hier tatsächlich nochmal eine zweite Wohnung oder eine fünfte Wohnung insgesamt neben. Und dann geht's hier insgesamt diesen Hauptgang weiter geradeaus. Und hier kommt dann halt das ganze Aufenthaltsraumzeug. Also das bedeutet, ich habe überlegt, dass man nach links geht und da ist dann vielleicht eine kleine Schule, damit halt die Kinder hier noch was lernen können. Und wenn man nach rechts geht, ist dann erstmal ein Gym, wo man halt trainieren kann und geradeaus ist dann halt ein großer Aufenthaltsraum, wo dann halt eine Küche ist und Fernseher und Billard und sowas alles und ein Aquarium und irgendwie eine Poolanlage, dass man da halt chillen kann und natürlich auch nochmal ein großes Badezimmer mit allem drum und dran und vielleicht wahrscheinlich dann auch nochmal Lager für Nahrungsmittel und so weiter und dahinter könnte man dann halt auch nochmal Wohnungen machen oder Wohneinheiten vielmehr und ich denke, das sollte so insgesamt ziemlich nice werden und das ist halt erstmal nur, damit ihr so einen groben Überblick habt, wie das Ganze aussehen sollte und ich werde jetzt wahrscheinlich dann natürlich nicht in der Aufnahme, weil das halt ein bisschen langweilig wäre, aber ich werde dann hier erstmal die ganzen Steine wegkloppen und halt schon mal die ganzen Mauern bauen quasi und zum Beispiel hier diese Wohneinheiten, die werden immer gleich aufgebaut. Das bedeutet, ich werde euch da dann eine zeigen, wie ich sie baue und die anderen werde ich dann halt einfach so bauen,
Weil wie gesagt, ihr sollt ja, also es bringt ja nichts, wenn ich euch achtmal genau dasselbe zeige, weil ihr könnt ja das Video sowieso zurückspulen oder anhalten, wenn ihr euch irgendwie, wenn ihr da nicht mitkommt oder sowas, oder nochmal anschauen. Deswegen muss ich euch das, glaube ich, nicht achtmal zeigen, das wäre, glaube ich, ein bisschen Verschwendung. Aber halt zum Beispiel das Fitnessstudio werde ich euch zeigen und die große Küche und so weiter. Das wird dann alles hier hinkommen und ich denke, das sollte dann auch mal reichen. Und wenn ihr noch andere Ideen habt für einen Bunker, was da halt noch wichtig sein sollte, das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, das werde ich natürlich mit aufnehmen. Und ansonsten, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Wasser in die Kommentare, weil Wasser ist ja das Wichtigste hier, was wir gebaut haben. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat, dass ihr vielleicht irgendwas lernen konntet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.